Zu fragen, warum wir kämpfen, ist zu fragen, warum die Blätter fallen. Es liegt in ihrer Natur. Vielleicht gibt es eine bessere Frage. Kämpfen wir, um Heimat und Familie zu beschützen, um Gleichgewicht zu wahren und Harmonie zu schaffen. Für uns ist die wahre Frage die folgende: Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Ja, herzlich willkommen hier bei World of Warcraft. Der Meister kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Und das ist die zweite Char-Erstellung, die ich in diesem Spiel mache, denn irgendwie hat das gerade eben mit Itchy und mir nicht funktioniert, denn das wird ein Let's Play Together. Das wird definitiv gleichzeitig zu Dead Space 3 laufen. Weil Dead Space 3 wird wohl noch eine Weile laufen, weil da versagen wir, glaube ich, oder da versage ich definitiv total. Deswegen nun ein Let's Play Together von 1 bis 90. Was wir auf 90 machen, ist bisher relativ unbekannt. Ob wir PvP machen, PvE machen, das ergibt sich. Wir sind momentan auf einem PvP-Server. Ich habe das oben trotzdem mal ausgeblendet, weil wer weiß, was alles geguckt wird und so. Schauen wir einfach mal. Jetzt beginnen wir mit einem neuen Char. Da mein liebster Wärter, Herr Itchy, einen Paladin spielen will und auf Horde-Seite spielen will, bleibt ihm nur ein Tauren und ein Blutelf. Er findet die Tauren zu fett, also spielt er Blutelf. Männlich, weiblich, keine Ahnung. Ich werde zwecks der Animation einen weiblichen Blutelf spielen,
denn ich möchte mit ihm, falls es hinterher auf PvP ausgelegt wird, einen Schurken spielen. Dann nehmen wir einen weiblichen Schurken natürlich, passen den mal kurz an. Hautfarbe. Dunkel, hell, 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 immer heller, immer heller. Ja, was nehmen wir denn da? Wir nehmen hier so eine Dunkelelfe. Gesicht. Was haben wir denn da für ein Gesicht? Hat ihr einen Freund? Gibt es hier freundliche Gesichter? Na hier, das sieht doch schön aus mit einem dunklen Mund. Frisuren. Frisuren werden wir natürlich. Das ist, ja, Frisuren werden wir in der ersten Hauptstadt natürlich definitiv ändern, weil da gibt es eine schöne, lustige Frisur, die nehme ich. Aber wir nehmen jetzt erstmal die Haarfarbe. Nehmen wir. Ja, nehmen wir Good Old Burfi-Style, ne? Hier dunkel. Ohrringe. Ohrringe. Ohrringelingelinge. Ringelingelinge. Gibt es hier keine? Ich möchte keine Tussi haben. Na egal. Ja, komm, machen wir das. Name ist Schleicheri. Schleicheri? Machen wir eine Schleicheri draus. Eine Schleichkirsche. Okay, und dann beginnen wir mit einem Ladebalken. Oder wir beginnen direkt mit einem Intro. Schauen wir mal, ob ich es zusammenschneide, ob ich es lasse, wie ich Lust drauf habe. Charakter wird erstellt. Ah, da haben wir es zumindest schon mal. Und Welt betreten von Mists of Pandaria. Viel Spaß! Ladebalken. Ladebalken. Sehr schneller Ladebalken. Da dauert's. Die letzten Jahre haben beispiellose Umbrüche über das ewige Land Kel'Thalas gebracht. Auf Anweisung ihres geisteskranken Anführers Kel'Thas Sonnenwanderer kanalisierten die Blutelfen gefährliche chaotische Magie und verwandelten ihren heiligen Sonnenbrunnen in ein Tor unsäglichen Übels. Als Kel'Thas und seine dämonischen Meister schließlich besiegt wurden, vollzog sich jedoch eine andere Verwandlung im Sonnenbrunnen. Ein sterbender Naru opferte seine Lebensessenz, um aus dem Sonnenbrunnen wieder einen Quell heiliger Energie zu machen. Nun erblickt der Regent der Blutelfen, Lorde Materon, wieder einen Schimmer Hoffnung für sein Volk am Horizont. Das Licht des Sonnenbrunnens könnte die Blutelfen von ihrem Fluch befreien. Doch viele klammern sich an die angeeigneten arkanen Kräfte und zögern, sie aufzugeben. Als einer der Blutelfen müsst ihr für den Schutz von Kel'Thalas kämpfen und eurem Volk helfen, sein Seelenheil zu Womit? so. Ja, mit der Aufnahme. Achso, ich dachte, läuft schon. Nee, noch nicht, aber jetzt läuft sie also. So, da haben wir den Eni, beziehungsweise den Schuni. Die Schuni. Die, das, der, die, das. Ja, ich musste auch weiblich nehmen, weil männliche Blutelfen-Animationen sehen zum Kotzen aus. Allgemein männliche Blutelfen sehen zum Kotzen aus. Ja, hat man ja beim Ichi damals gesehen. Der Der Sieg Ichi ist war nahe. top. So, ich lese die Quests übrigens nicht alle vor. Das würde dauern. Ich nehme die an und wie gesagt, man Und gib sieht sie ab. ja, man sieht ja, was man machen muss. Von daher. Echt? Ja. Hast du? Können wir? Ich wurde übrigens zu diesem in Anführungsstrichen Spiel genötigt nach 3-wöchiger Zu Nerverei. Spammerei, ja. Ich will wieder Wo spielen. Ja. Ich nicht. Ja, Aber jetzt. er hat mir Saints Row 4 dafür versprochen, na, da macht man das doch. Bitte wie? Tja, das Leben ist hart, ne? Ja, gut, ich hab ja bald Ja, er hat's Geburtstag. ja, genau. Ich hab ja fett die Kohle am Start. Nimmt hier genug ein bei YouTube. Ja, schön wär's, ne? Bei 3 Viewern oder 4. Wir Aber nur, wenn es hochkommt. müssen jetzt Würmse töten. Lass mal Würmse töten gehen. Ich kann auch nicht stealthen, scheiße. Einfach drauf. Was ist eine Quest?
Eine Quest? Was ist eine Quest? Würmse, war ja klar. Boah, jetzt sabbelt die hier die ganze Zeit. Ich bin außer Reichweite. Ja. Man sieht ja auch unten im Recount. Du hast einen Recount? Ich habe einen Recount, ja klar. Ich muss ja sehen, was du da machst. Für ein Spökes. Ach, hier ist aber viel drin. Oh, ich muss noch Autoloot einstellen. Für die Würmse. Autoloot. Loot, 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 loot. Schnell plündern. Da. Vielleicht ein bisschen noch den Ton runtersetzen. Ich weiß es nicht, wie sich's anhört. Werden wir dann sehen. Zack, in die Fresse. Kann sicher. Wir sind übrigens fertig. Das nur nebenbei. Ach so, ja. Ist lange her. Bei dir ist es 7 Monate her, dass du online warst. In der Welt von Warcraft. Überleg mal, 7 Monate, du hast doch ein Ei am Kreisen. Ihr müsst dann eine Belohnung auswählen. Wähl mal was. Muss ich nicht? Du musst nicht, nee, aber dann geht's nicht weiter. Ja, sag ich doch. Ich hab hier eine Wurmschärpe habe ich hier. Ich habe abgewetzte Lederhandschuhe. Und eine abgewetzte Lederweste. Die sieht übrigens aus wie Peggy Bundy. Der Name war vergeben. Warte, bis ich meinen ersten Helm hab. Und dann? Warte lieber bis zum ersten Friseur in der ersten Hauptstadt. Ja, nee, ist klar. Ja, da gibt's mehr Frisuren, deswegen. Luxhalsbänder. Und neben Saints Row 4 hat er mir versprochen, auch noch ordentlich ein paar Pokémon-Sessions hier zu machen. Pokémon-Sessions gehören natürlich definitiv dazu. Wir fegten Besen alleine. Alle. Den bräuchte ich morgen hier auch. Zu Hause? Wo, ja. Wo willst du überhaupt hin? Lux und Lüxe töten. Lux und Lüxe? Dann warte auf mir. Warum? Ich schaff die nicht alleine. Ja. Bachtatzenlux. Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht auf Englisch stelle, weil das ist schon. Ja, dann verstehst du wieder vom Questtext nichts, ja. Scheiß auf Questtexte, kennt man eh auswendig. Stellst du auf Französisch? Bachtatzenlux? Oh, hier, Bachtatzenjunges. Das nehme ich. Das nehme ich. Ja, so siehst du aus. Tadam! Wow, sind wir jetzt nach. Durch? Ja, nach. Max Level. So, das war LPT WoW. Tschüss. Tschüss. keine Luchse mehr da. Ja, ja. Der Sterne die Luchse. Wann krieg ich eigentlich Sprint? wann kann man Mounts nehmen? Kann man Mounts schon nehmen? Oh. Mounts? Mounts? Und Mounts? Mounts? Ist eigentlich sinnlos, dass ich auf den gleichen klopp wie du, oder? Ja, minimal, aber was soll ich sagen? Ich meine, war ja schon immer sehr sinnvoll, dieses Gekloppe hier. Und Gefarme. Farmen macht Spaß. Ja. Ich mach alle 50 Folgen eine Sonderfarmsendung eine Stunde lang. Ja, und ich stehe daneben und mach Slash Cry. Du machst Nee, der weint einfach. Ich mach Sticky, durchgehend weinen und dann kann ich mich so lange schlafen legen. Also so ein Wackeldackel, der dann immer auf die erste Taste kommt, wo Slash Cry im Makro drauf ist. Genau.